Da stehen wir nun. Vor der x-ten Tür. Fort 4. Hallöchen, ihr Lieben. Wir sollten eigentlich, nein, wir wollten und sollten eigentlich eine ganz andere Quest machen. Und auf dem Weg zu dieser Quest haben wir mal wieder irgendwas anderes gesehen und eine andere Quest bekommen. Und die machen wir dann jetzt. Wir haben in der letzten Folge hier mal Rambazamba gemacht. Das ist eine kleine Mini-Seitenquest. Nur mal für die Leute, die es gerade nicht wissen. Wir sind nämlich hier bei River Beach Station, was eigentlich voll hübsch ist, mit einem schönen Strand hier. Wir sind aber hier für Country Crossing, weil da gibt es ein paar Raider-Probleme. Da. Und da. Und überall, die ich erschossen habe. Und hier runter geht's zu einer Mission. Und da gehen wir jetzt mal kurz rein. Eigentlich war unsere Hauptquest, na, wisst ihr noch? Da wollten wir eigentlich hin. Wisst ihr noch? Zur Pearson State Irrenanstalt für Mr. Carbot. Ich hab den Namen wieder vergessen. Sekunde, wie heißt der Typ? Wie heißt denn die Stadt von dem, das Gebiet, wo der wohnt? Das war hier irgendwo, ne? Hier. Haus von Carbots. Von dem Professor Carbots. Und wir müssen da, glaube ich, irgendwas mit dem Vater und sowas machen. Egal, machen wir den nächsten. Wir gehen jetzt hier rein und ballern erstmal alles um, was wir finden. So, die Waffe hier. Ne, die ist mir zu heftig gerade. Ja, also. Ach Mist, jetzt habe ich mir doch echt einen. Egal. Ich hau mir immer Stimpacks rein, weil ich immer auf die 5 drücke. Ich klicke dann immer von 1 bis 5 durch und eigentlich sollte ich nur bis 4 klicken. Damit ich nämlich nicht die 5 nutze, um den Stimpack mir da reinzuwirken. Was war das? Das ist ja nett. Baseballhandschuh, Mob. Nö. Noch was? Nix. Spielzeug außerirdisch, den nehme ich mir mit. Das würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen, hier den Kinderwagen. Ihhh. Warte mal kurz. Wir haben ja eine Waffe, die Silence ist. Nehmen wir die ganz kurz und schieße ich mal schon mal diese hässlichen Viecher hier ab. Wo ist sie? Da. Scheiß Vieh. Eine ist noch da. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Okay. Da können wir hin. Das ist ein kleines Terminal. Vorsicht, das heißt, hier ist noch irgendwo so ein. Egal. Eine kriegt hier noch rum. Ein ekliges Vieh. Oh, hi. Wo bist du? Wo bist du? Komm her. Huch. Bin zu geil, ist der da reingekommen. Ach, da war eine Tür. Hast du gekillt? Hast du gekillt. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ja. Guck mal da. Daytripper. Ja, leck mich frisch, du. Arr. Hatte ich nicht gerade eben ein Terminal gesehen? War auf der anderen Seite, ne? Gab es hier was zu gucken? Vorkriegsgeld, nimm mal mit. Ah ja, das Terminal war hier. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. Melden Sie verdächtige Aktivitäten bitte sofort. Safen kurz. Ihr wisst, wenn man im Terminal am besten immer safen. Aber ich denke mal, hier gibt es nur irgendwie ein paar Informationen oder Tickets. Oh! Agree. Nein. Twang? Grave? Cloud. Okay. Terminal wurde gesperrt. War aber natürlich nicht. Das war total dämlich. What the heck? Was war das für eine Wammel, Wummel, Wammel, Bummel, Knarre hier? Okay. Store? Shady? Also. Protectron-Steuerung. Ach so, das. Nee. Dankeschön. Da, den will ich nicht. Ich mag den nicht. Okay, das sieht mir ziemlich selbst gebaut aus. Also.
werden da wohl die Bösewichte sein. Okay, wir gehen aber jetzt mal hier lang. Noch was? What? So viel Munition habe ich dafür. Verstrahltes Blut. Cool. Psst. Köder, du stehst in meinem Weg. Ah, okay. Yeah. Klebeband, Schraubenzieher, nicht. Warum ist Vorsicht geboten? Warum ist Vorsicht geboten? Hab ich alles schon ausgelernt. Okay, gucken wir mal weiter. Ich glaube, hier gibt es glaube ich noch irgendwo so ein hässliches Vieh. Ja, also, man hört es ja laufen. Wo ist das Wasser, was tropft? Okay, es sind Toiletten. Wo stand denn das gerade? Huh? Ist das eine Falle? Oh, das war eine Falle! Das habe ich nicht gesehen. Also, doch schon, aber jetzt gerade. 4H-Klammern, sehr gut. Okay, also wir nach Fallen. Ich vergesse immer nach Fallen zu gucken. Sowas würde niemand machen. Was ist denn das für eine Ecke hier? Unsinnig. Das ist eine Falle. What the heck? Ist das voller Fallen hier? Ist ein Hammer? Oh ne. What the? Da hat sich ausgejettet. Wir müssen echt voll aufpassen jetzt, ne? Liebe dieses Zeugs. Es macht einfach so ein Gefühl von wirklich irgendwie. Hä? Muss doch genau an der Stelle sein. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay. Cool. Molotov-Cocktail und Splittergranaten. Ups. Ich habe was rüber geschoben. Ich wollte gar nichts rüber schieben. Dieses Aufbrechen von Schlössern ist nicht unbedingt schwer, aber es ist immer so, man hat das Gefühl, was zu tun, ne? Das ist das. Ich dachte mir auch schon, eine zweite Falle an der gleichen Stelle, also jetzt noch auf der Männerseite oder von der Frauenseite, das wäre doof. Okay, hier sieht wieder was improvisiert zusammengekleistert aus. Müssen wir gucken, hier gibt es bestimmt irgendwer. Eine Falle vielleicht? Cool, der Liebe. Scheiße. Was war das? Okay. Kurz saved, weil ich wollte an den Terminal. Checken wir mal ab. Sehr gut. Nichts mehr. Habt ihr sie gerade gesehen? Die lief hier gerade die Treppe runter.
Wir machen das so oft, bis wir das Ding aufhaben. Wir werden natürlich alles dafür tun, alles aufzumachen. Ich muss die ganze Zeit niesen. Sorry, Leute. Sekunde. Da ist nichts mehr. So, wieder da. Mein Gott. Ewige Allergie. Da ist nichts mehr, sagt sie jetzt wieder. Da ist nichts mehr. Hook. Seat. Busy. Paul. Mann, ich hasse es. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Jetzt können wir den ganzen Abend hören, sage ich euch. Mind? Also. Ah. Protektor und Steuerung? Okay. Wo ist der denn? Ah. Arme Schweine. Ich weiß nicht, für eure eigene Sicherheit die Protektoren nicht zu manipulieren. Koch. Ach nee, nicht Koch. Ah, egal. Habt ihr gesehen? In dem Baby-Dings. Die Kochplatte, die wiegt zu viel. Wo ist das? Gewicht 3. Ablegen. Gibt es bestimmt eine Falle wieder. Was ist das hier? Brahmin-Schädel ohne Kiefer. 9er Kugel, 15er Kugel. Ich nehme die mal mit, weil wir haben letztes Mal auch schon ein paar Kugeln gesammelt. Wofür wir sie brauchen? Keine Ahnung. Vielleicht können wir ja mal irgendwann einen Dingens mitmachen. Mitnehmen. Meine Sniper hier ist nicht so. Also mein Sniper. Meine, Schalldämpfer ist echt schwach von der Waffe. Okay. Wo kommen wir denn da hin? Na? Ihre
Maschinenpistole. Ich nehme die mal mit. Aber wird bestimmt alles wieder so schwer sein. Die ist da reingelaufen. Also gibt es keine Falle hier. Kronkorken, Stimmpack, super. Plastikmesser, warum läuft die damit rum? Kein Mensch weiß es. Was für ein Geräusch. Also, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Horror-Game, ne, gerade. Oh ne, ich wollte die behalten. Die ist eigentlich ganz cool gerade, weil irgendwie kriege ich dadurch keine Gegnerangriffe. Oh, das ist ein Gegner. Cinder. Mach die. Abgeschlossen. Tötete Raider in the Raven Beach Station. So, muss ich dann da vorne wieder bei dem Typen zurückgehen. Kein Problem. Ist um die Ecke. Bei manchen geht der Schuss direkt durch. Und bei manchen nicht. Ne? Ich muss da mal... Manchmal habt ihr gesehen, der eine war direkt Kopfschuss, Ende. Hundefutter in der Dose. Ah, guck mal. Jetzt gucken wir mal. Also, 45er Patronen, okay. 10er Patronen, Stimpack, okay. Kalibriert und mächtig, perforiert, nehme ich mal mit. Kompensiert, panzerbrechend, nehme ich mal mit. Robust, Raider-Rüstung, bla bla bla, ist eigentlich nichts Großartiges dabei, ne? Hier, ist ein Jet. Das war's? Keiner mehr da? Armen Schweine hier, aufgespießt. Ach, ich voll Ort liebe immer. Ich liebe es einfach. Durch jede Gasse, die geht. Irgendwo ist irgendwie mal immer so eine kleine Story drin. Also, jetzt Story heißt jetzt einfach mal, du fühlst dich hier irgendwie immer mittendrin in diesem Gebiet. Dass du das Richtige tust oder auch eben nicht. Eine Falle. Da will ich wissen, wo es ist. Gucken wir mal ganz kurz. Du kannst nicht so. Ah, schon cool, ne? Wie es mal aufgeht, haben sie echt super gemacht. Wir haben. Oh, wir haben schon. Das heißt, wir machen mal ganz kurz. 6. 7. 7.
Wenn ihr nicht wisst, was AM und PM ist, ist immer ganz einfach zu merken. Für euch AM merkt ihr euch einfach, dass das am Morgen wäre. At morning, ne? Am Morgen für euch. Dann wisst ihr schon mal, dass das andere am Nachmittag ist. Okay? Jetzt ist das eben 4 Uhr am Morgen. Dann machen wir mal 2 Stunden noch dazu. Dann sind es 6 Uhr. Bevor wir aus der Tür rausgehen, müssen es dann wieder ein paar Minütchen mehr sein. Müssen es vielleicht 7 Uhr sein, und 7 Uhr ist eine gute Uhrzeit, dann draußen rumzuhampeln. Gibt es hier irgendwas, was ihr versteckt? Nichts mehr? Ich komme von da, ne? Ja. Eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Das war ein guter Kampf. Also realistisch. Die ist gestorben und hat dann noch geschrien. Ich habe der letzte Schuss ging genau in den Bauch rein. Okay. Hui. Schmidt, ist noch einer hier. Splittergranate, Metallrüstung, Gasmaske, leichte Kleidung. Nö, wollen wir nicht mal. Irgendwas ist noch hier. Da, hab dich erwischt. Nehmen wir mit. Was haben wir noch? Patronen, Schlagring, Schweißerbrille, Lederrüstung, Nepp. Oh, eine Rassel, Babyrassel, das sonst, nö. Brauchen wir alles nicht. Laden kurz nach. Coole Waffe, gefällt mir. Billardkurs, Sturm, Maskerader, bla bla bla, brauchen wir nicht. Hier ist noch irgendwas. Was ist hier noch? Doch, Vorsicht. Hier war ich aber noch nicht, ne? Das ist nicht das. Hier war eben Terminal auf der anderen Seite. Oh. Shit. Falle, Falle, Falle. Zieh mir einen Sack, nimm mal mit. Hier ist noch irgendeiner. Warum ist hier eigentlich zugekettet? Das ist geil gewesen, wie der darüber geklettert kam. Hier ist noch was drin. Kronkorken, Forschungsreagenzglas, nop. Da ist einer um die Ecke, glaube ich, oder? Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Was gibt's hier hinter? Für Gott, bla bla, nö. Okay, was haben wir hier? Klebebandrolle. Achso, okay, nö. Schön.
cool. Den Sound habe ich noch nie gehört jetzt. Weil es auf der anderen Seite zugekettet ist, macht das ja so ein Kettengeräusch. Okay, ich bin jetzt versteckt zwar. Das heißt, es kommt nichts mehr. Silberschale nimmt. Explodiert nicht. Das war knapp, ey. Habe ich nicht drauf geachtet. Super geil gemacht. Wer bist du da drin? Falle? Nicht so schwer? Ja. Köter, komm her. Hey. Ich muss irgendwas bei dir reinschmeißen. Was denn jetzt? Handeln oder nicht handeln? Das ist jetzt die Frage. So. Okay, aber ich kann, glaube ich, schon was laufen. Das ist okay. Und es sah so aus, ob das was Besonderes wäre. Ist doch nichts. Nix ist da ja, nix. Am Schein sind hier auch verreckt. Nix zu holen. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern lieber uns erzählen. Melden Sie verdächtige Aktivitäten bitte sofort. In der Pulle in der Hand gestorben, alles gut. Ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Wir sind, glaube ich, durch hier, ja. Ah, das ist. Das ist das, wo. Der Hund hat mich echt blockiert gerade. So, geht's wieder raus. Okay. Blöder Köter, ey. Ich wollte gerade da raus. Und dann steht er genau im Weg. Reisen wir mal ganz kurz zu dem Bauernhof hin und dann können wir die Quest abgeben. Dann können wir endlich mal die Hauptquest, also jetzt die mit dem Carbot, Dr. Carbot, weitermachen. Cool. Endlich mal bei helllichtem Tag rausgehen. Finde ich klasse. Dann sieht man auch mal was mehr von der ganzen Welt. Also es ist schon, das ist schon ganz toll, wenn das alles so dunkel und sowas ist, aber nee, meine Lieben, dann doch lieber bei Tag. So, wir reisen jetzt mal nach, das müsste hier sein, ja. Wasteland Survival Guide, Farming the Wastes. Wo ist er? Hier ist es, aber wo ist der Typ? Kein Questgeber mehr da, sind alle tot oder was? Hello? Da. Hast du dich schon um diese Raider kümmern können? Natürlich. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Ja, so wie du es sagst. Jetzt gehört mir auch diese Quatsch hier. Wer will denn diesen Platz hier haben? Keiner. Ist voll offen. Das verteidige ich nicht, den Scheiß. Könnt ihr selber machen. Du siehst gefährlich aus. Ja, ich bin auch gefährlich. Total. Bist du nicht meinetwegen hier? Ich bin nur deinetwegen hier. Ich brauche irgendeinen Händler, verdammte Hacke. Wo gibt es da nochmal Händler? Ah ja, stimmt. Wir könnten mal was verkaufen gehen, bevor wir nämlich dann weiterreisen. Wir müssen den Mist hier, den ich hier habe, echt mal loswerden.
So. Das könnten wir nochmal machen. Und das wäre... Oh Gott, was? Nein. Wie war nochmal dieser Dinner, wo wir mal gewesen sind? Starladiner. Da reise ich mal ganz kurz hin. Ich weiß, dass die Folge eigentlich jetzt gleich zu Ende ist, aber ich werde da jetzt mal ein bisschen mein Zeugs verscherbeln. Und dann in der nächsten Folge werden wir dann nachher weitermachen. Mit der Hauptquest dann wohl. Mit ein bisschen Verspätung. Nee, das war falsch. Das ist nicht der. Das ist der. Ja, ne, Walter PP7, ne? James Bond. Okay, guck hier. Da sind sie immer noch. Okay, Leute. Ja, ich habe was hast du denn gefunden? Guckst denn du hin? Was hast du denn gefunden? Wo guckt denn der hin? Ich raff das nicht, was der immer will. Hier unten, das meinst du, ne? Ach, kann man immer wieder hingehen, ja? Okay, gut so. So, ihr Lieben, ich werde das jetzt mal ganz kurz hier alleine machen. Ihr braucht jetzt nicht da wieder 10 Stunden mit dabei sein, was ich hier verkaufe. Also. Der guckt irgendwo hinten, ne? Wer weiß. Bis zur nächsten Folge. Haut doch mal ein Däumchen hoch. Ich würde mich freuen. Aber so richtig. Bis denn. Und toll. Tschüss. Haha.